Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Road to Tier 10 zusammen mit eurem Rio und immer noch im TVP VTU Konzept. Diesen Panzer, ich hasse ihn. Naja, egal. Oben an der Spitze ist leider bald vorbei, nur noch 10 Tage. Ich habe mir eigentlich ein Ziel gesteckt, dass ich innerhalb dieser Zeit den TVP VTU durchspielen möchte. Und wird ein bisschen knapp, sind dann noch 100.000 Erfahrungspunkte. Dementsprechend bin ich am überlegen, ob ich eventuell so eine Art Projekt im Projekt mache und einfach mal mir eine Ration reinhaue und 2 Stunden durchspiele. Dann bin ich am überlegen, ob ich diese 2 Stunden dann komplett auch aufnehme, in einzelnen Parts halt. Vielleicht werde ich dir dann auch besonders benennen, könnt ihr mir eure Meinung dazu schreiben. Oder ob ich da dann tatsächlich nur die besseren Runden rausnehme. Dann würden vielleicht 2 Folgen rauskommen, weil ich brauche echt lange, um einen Road to Titan Part aktuell hinzukriegen. Weil mit dem Ding irgendwie kommen 2 Sachen zusammen. Erstens bin ich echt nicht gut mit dem Teil, weil ich ihn viel zu träge finde. Ich kann nicht so weit denken und ich habe, glaube ich, das damals im Road to Titan in einem anderen Projekt schon mal gesagt. Wenn man dann mit einem Panzer so schlecht ist und dann der Meinung ist, dass man mit dem Panzer auch schlecht ist, dann spielt man mit dem auch irgendwie schlecht. Das ist so zumindest, ja, ist so ein Todeskreis, sag ich mal, ne? Teufelskreis. Nicht Todeskreis, Teufelskreis. Todeskreis ist auch was anderes. Das waren die Dinger an der Schule, die ziemlich böse sind. Und die man niemals machen sollte. Ja, wir sind netterweise Top-Tier und das ist jetzt. Und achso, 2. Punkt ist, dass mir in dem Ding irgendwie nur Scheiße passiert, rein von den Teams her, und das ist jetzt wieder der beste Beweis. Ich fahre Medium und gucke mir die Map an und sehe, ja, wir haben eigentlich ein CDC und ein M41 mit dabei und 2 Cromwells. Eigentlich könnte man dann hier so ein bisschen Medium-like spielen. Dann guckt man sich mal an, was hier hochfährt. What? 1 Scout. Und ich. Naja. Die haben nicht allzu viele Mediums, von daher ist es nicht mal so ein Mega-Drama, aber wirklich pushen oder wirklich frei spielen kann man hier dann auch nicht, wenn man hier nicht genügend Leute hat. Und genau so eine Sachen passieren mir irgendwie immer in dem TVP VTU. Mir passieren die merkwürdigsten Dinge in dem Teil. Ja. Das letzte Spiel war eigentlich ganz gut. Ich denke mir so, ja cool, wird ja mal ein Sieg, ich muss nur noch ein bisschen Schaden machen, ist ja eigentlich nicht so schwer. Und dann macht das Team irgendwie was ganz Verrücktes und lässt auf einmal eine Seite komplett fallen und fährt da weg. Und fallen denen nicht mal in der, also die war offen von den Gegnern, man hätte ihnen in den Rücken fallen können. Und ist denen egal, die lassen die einfach dann fallen. Die Seite, die fahren da nicht rauf, die fahren denen nicht in den Rücken. Und dann konnten 2 E5s frei rumroamen. Und da diese Kiste hier so scheiße langsam ist, dass man nicht mal von einem E5 wegfahren kann. Alter. Jetzt nicht dein Ernst. Nur da hinten. Das ist ein E4. Den kann ich jetzt als Seite durch. Wo soll ich denn da durchkommen? Warum kommt der Light eigentlich durch? Warum treffe ich auch nicht? Die Kanone ist auch so, ne? Zum Schießen zu gut und zum Treffen. Zum Treffen zu schlecht und zum Schießen. Also nicht. So. Fahren wir mal ein Stück vor, vielleicht kann ich den Rheinmetall noch einen mitgeben. Ansonsten fahren wir von hinten an die Heavy-Linie ran. Die Mediums sind ja offen. Mal gucken mal, was wir da haben. Noch einen Super Pershing. Einer reicht nicht. Ich habe noch einen zweiten, wo ich nicht durchkomme. Bin offen. Wodurch? Wodurch bin ich denn hier aufgegangen? Muss ich mich da jetzt gerade sehr wundern. Und die Heavies, irgendwie sieht das gerade sehr merkwürdig aus da. Na egal, ich darf sogar von hinten auf ihn schießen. Da kriege ich doch so zumindest schon mal ein bisschen Schaden zusammen. Den checken wir dann auch noch. Kriege ich mal ein bisschen Spotting. Und sogar einen Abschuss. Yay! So, ich werde mich jetzt mal ein bisschen. Entschuldigung. Bisschen so hinstellen, dass ich hochschießen kann. Wenn die da lang kommen. Den da zum Beispiel. Den treffe ich sogar mal. Das ist ja nicht. Na, fahrt weiter. Oh, den wollte ich gar nicht treffen. Eigentlich hatte ich gerade auf den anderen gezielt. Aber auch gut. Ah! Falsch geschossen.
Komm, 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 komm. Jawohl. Das wird noch ein Panzerassrunde hier, wenn es so weitergeht. Der steht da bestimmt noch. Jawohl. Noobcamp. Wir sind in deren Basen, die schreiben Noobcamp. What? Wir haben genügend Kugeln. Ich schieße jetzt. Da hat was gewackelt. Ach nee, das ist ja... Löwe, der sich dahinter versteckt. Nee, Ferdi nicht mehr getroffen. Ja, komm nochmal zurück, Ferdi. Ah, und dann geht der Schuss ganz woanders hin. Ja, Ferdi. Nein. Den brauche ich auch nicht zu beschießen. Vielleicht treffe ich den Ferdi ja da irgendwie, wenn er da in der Ecke steht. Ich habe immerhin noch die Hoffnung. Einmal habe ich ihn, glaube ich, getroffen. Oder? Löwe, 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 Ferdi, Ferdi, Ferdi. Löwe, Löwe, Löwe. Beide eher nicht so. Sieht auch gar nicht so geil aus gerade übrigens, ne? Einmal getroffen. Ich wollte mich auch mal so hinstellen, dass ich mich zumindest hinter so einem bisschen... bisschen verstecken kann noch. Ja. Mal da, IS-2. Habe ich, glaube ich, sogar getrackt. Versuche mal getrackt zu halten. Er war auf jeden Fall... Habe ich einen Track gehalten. Die sind einfach noch weiter drauf. Vielleicht platzt da ja. Nein. Einen Schuss mache ich noch. Schade drum, schade drum, schade drum. Der ist weg. Jetzt wird unsere Basis eingenommen. Das ist ja mal sogar mal ein halbwegs anständiges Spiel, ey. Selbst wenn wir das jetzt noch verlieren, dann kann ich immer noch sagen, ja, aber es war immerhin, immerhin, immerhin war es das. Was haben wir denn da? Ach, und dann pralle ich ab. Mal, der T26E4, dem kann ich doch helfen jetzt. Brauche ich ja gar nicht zurückfahren, wenn die, die Basis sowieso schon wieder klar ist. Dann helfen wir dem mal. Vielleicht dann mal wieder zurück. Into the draw range. Oh, guck mal. 1% bleibt ihm stehen. Ich weine. 1%. Na, guck mal, der Löwe steht jetzt anders. Aber ich krieg den nicht mehr auf. Steht der da immer noch? Weiß ich nicht. Nee, mal aufmachen. Nee, KV2. Ich stelle mich so hin, dass ich First Spot hätte. Das heißt, ich stelle mich in den Busch. Wenn mich ein KV2 trifft, bin ich halt mega am Arsch. Wo ist unser T37? Der geht jetzt wahrscheinlich außen rum fahren. So, jetzt schieße ich aber Gold gegen den Löwen. Außerdem will ich das Spiel gewinnen. Das ist, glaube ich, das Spiel meines Lebens mit diesem TVP. Also das Spiel überhaupt mit dem TVP. Ich habe noch nie so ein gutes TVP-Spiel gemacht. Den habe ich schon mal aufgemacht.
Bin ich auf dabei? Ah. Sollte nicht so eine Schüsse riskieren. Okay, nice. Jetzt kann ich wieder normal wechseln. Mal eine an. Triff ich jetzt oder triff ich nicht? Hm. Macht der KV2 jetzt eigentlich? Zug in den Busch, wenn er da so steht. Okay, nice. Kann ich wieder normal laden. Und dann hoffe ich, dass der KV2 mich einfach mal nicht blow upt. Das wäre mega ungünstig. Lol. Der E25 kann ihn holen. Ja, Mensch. Krass. Aber nur eine zweite Klasse. Okay, eine erste Klasse habe ich nämlich schon mal mit dem hinbekommen, deswegen war es doch nicht das Spiel meines Lebens. Aber oh, haben ein paar Blindshots getroffen auf den ES. 2800 Schaden, 4 Abschlüsse, 1000 Erfahrungspunkte und lediglich 9474 Credits. Ich habe gar nicht so viel Gold geschossen. Wie viel Geld macht er denn? Das ist ja mal krass. Ja. Naja, egal. 51.000 habe ich. 100.000 brauche ich noch. 155.000. Das war's für die heutige Folge Road to T10. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, lasst mir noch ein Däumchen da und lasst mir eure Meinung da zu dem Projekt im Projekt. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Euer Rio. Ciao.